Brasilien. Alle schauen gerade ins größte Land Südamerikas und wir holen uns Brasilien ganz einfach hier ins Studio. Liebe Regie? Ja. Vielen Dank. Copacabana und Zuckerhut. Wie gut kennen wir Deutsche eigentlich die Brasilianer? Und was wissen die Brasilianer über uns? Raten Sie mit bei Germany meets Brasilien. Viel Spaß. Die Copacabana in Brasilien. Sonne, Strand und Körperkult. Gegen Hamburg, die Hansestadt an der Alster. Unsere Reporter Jan Schwiderik und Haro Füllgrabe wollen herausfinden, wie gut kennen wir Deutschen die Brasilianer? Und der Gegencheck, was wissen die Brasilianer über uns Deutsche? Ich will auch so eins. Ja. Vielen Dank. Ja. Dieses Teil kommt gut an. Was das ist, finden wir heraus im Länderduell Germany meets Brasilien. Rio de Janeiro. Unser Reporter Haro Füllgrabe testet in der 11-Millionen-Metropole das Wissen der Brasilianer über uns Deutsche. An der beliebten Copacabana geht's los, wie immer mit einer Aufwärmrunde. Zungenbrecher. Fromme Frösche fressen frische Frühlingszwiebeln, aber freche Frösche fressen frische Früchte. Selbst für mich ein leichter Stolperstein, aber ich bin mal gespannt, wie sich die Brasilianer mit diesen ganzen Konsonanten so rumschlagen. Die Konsonanten sind wahrscheinlich weniger das Problem. Davon gibt es im Portugiesischen mehr als im Deutschen. Sie werden anders ausgesprochen. Das R wird beispielsweise gerollt. Fromme, frische, frische, fromme, frische, frische, frische. Fromme, frische, frische, frische. Frische ist bem. Aber frische, frische, fressen, frische, frische. Nicht schlecht für den Anfang. Fromme, frische, 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 frische. Aber frische, 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 frische. Ja! Ey! Sensationell! Ey, mach's gut, was ist das? Ein bisschen Genuschel, aber eigentlich hat unser deutscher Zungenbrecher gut geklappt. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Deutschen so können. Jan Schwiderik ist deshalb in Hamburg unterwegs. Die Brasilianer haben sich wirklich tapfer geschlagen. Jetzt bin ich gespannt, was Haro aus Brasilien geschickt hat. Lá atrás daquela jarra tem uma aranha rara. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. Also das wird nicht einfach. Tanto a arnaha arnaha ajara, quanto ajara arnaha arnaha. Ich fand das jetzt so ein bisschen arabisch. Latras da quella jaradem uma aranha rara. Tanto aranha aranha ajara. Tanto aranha aranha ajara, quanto ajara aranha aranha. Wow, ey, das war gut. Was heißt das? Das heißt so viel wie, hinter dem Topf sitzt eine seltene Spinne. Und diese seltene Spinne kratzt den Topf, so wie der Topf die Spinne kratzt. Okay. Die Brasilianer. Ja, die Brasilianer, ne? So, genug aufgewärmt. Los geht's mit Runde 1. Prominente. Ob an der Copacabana jemand unsere Promis kennt? Mesut Özil ist einer der bekanntesten deutschen Nationalspieler und war schon bei der letzten WM in 16 von 17 Spielen dabei. Also, den sollten die Brasilianer doch kennen, oder? Haro stapft los auf der Suche nach brasilianischen Fußballfans. Özil. Özil. Hä? Hey! Alle erkennen sofort unseren Nationalspieler. Er ist ein Jogador. Jogador. Özil. Hä? Özil. Özil. Sogar die Kleinsten haben Özil erkannt. Und wie schlagen sich die Deutschen? Luis Gustavo sollten die Deutschen kennen. Er hat 2 Jahre beim FC Bayern München gespielt. Aktuell ist er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Und ich vertraue auf die deutschen Fußballfans. Fußballspieler. Richtig? Was sagst du? Gustavo. Luis Gustavo. Bingo, Volltreffer. Wer ist das? Gustavo. Mann, Gustavo. Sofort. Ja? Na also, geht doch. Beide bekommen einen Punkt. 1:1. Auf geht's zu Runde 2, dem Location-Check. Das Brandenburger Tor ist die Sehenswürdigkeit in Deutschland und sollte als Symbol unserer Hauptstadt auch weltweit bekannt sein, oder? Nein. Nein. Etwas aus der griechischen Mythologie? Das steht in Rom, oder? Das Brandenburger Tor. Woher wissen Sie das? Na, weil es das Brandenburger Tor ist. Berlin? Berlin? See? Das Brandenburger Tor. Brandenburg, der Tor. Kennen die Deutschen auch die brasilianischen Wahrzeichen?
Das ist der Zuckerhut und neben der Christusstatue das Wahrzeichen von Rio de Janeiro. Wer von uns Deutschen kennt den Zuckerhut? Na, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein, oder? In der Nähe von Neuseeland vielleicht? Nee, nicht ganz. Es ist da eine Bucht und das ist auch da dieser berühmte Berg, also dieser Gipfel da irgendwie. Wie heißt denn der? Ja, das weiß ich nicht. Kaum zu glauben. Kennt da etwa wirklich niemand den Zuckerhut? Tja, das war wohl nichts für uns Deutsche. Punkt für Brasilien. 2-1. Wir machen lieber gleich weiter mit Runde 3. Alltagsgegenstände. So, das hier ist ein Eierschneider. Ganz einfach. Ei rein, zuklappen und dann die Scheiben entweder in den Salat oder aufs Brot legen. Aber was würden die Brasilianer damit schneiden? Hoi. Buen dia. Para que serve? Was könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Zum Rattentöten. Nicht ganz. Haru gibt einen Tipp. Das ist zum Eierschneiden. Ein Eierschneider. Zum Eierschneiden? Das ist ein Eierschneider. Der Tipp hilft. Jetzt wissen es alle Brasilianer. Mal sehen, welchen brasilianischen Gegenstand Jan für die Deutschen hat. Das hier sieht aus wie eine zu groß geratene Socke, nennt sich Puscher Sacco. Wozu ist das hier eigentlich gut? Tja, gute Frage. Eine Idee? Weil irgendwas auf jeden Fall, was hier unten nicht rausrutschen kann, was oben ja, irgendwie größer ist und ja. Schmaler, aber was? Stopfen die da Gemüse oder Obst rein, dass das nicht schimmelt? Ehrlich? Oder vor der Sonne geschützt wird? Zum Aus... Wringen von Petersilie nach dem Waschen. Finde ich interessant, ist aber falsch. Angeregte Diskussionen. Was ist nur dieser mysteriöse Puscher Sacco? Finden es die Deutschen heraus? Ein letzter Versuch. Für einen Arm? Vielleicht so ein Wärmdings. Und nur für einen Arm oder was? Also ja, wahrscheinlich. Nein, für den Arm ist es auch nicht. Haru findet in Brasilien heraus, wie der Puscher Sacco im brasilianischen Alltag verwendet wird. Nach einem Einkauf wird klar, es bleiben immer viele Plastiktüten übrig. Und wohin damit? Lass uns die Tüten in den Puscher Sacco stopfen. Hier können wir sie reinlegen, damit sie nicht im ganzen Haus rumliegen. So machen wir das immer. Man kauft im Supermarkt ein und für die benutzten Tüten gibt es dann diesen Puscher Sacco. Du greifst hier unten rein und Puscher, ziehst es raus. Und dann kannst du das wieder... Clever. Bei den Alltagsgegenständen sind die Brasilianer uns einen Schritt voraus und bekommen deshalb einen Punkt. So langsam sollten die Deutschen aber wirklich aufholen. Weiter geht's mit Runde 4. Ich habe mir mal in Deutschland ein Tee-Ei gekauft. Ihr kennt das alle, ne? Auf, Tee rein, zu und dann wird's ins heiße Wasser gehängt. Ich bin jetzt mal gespannt, kennen das die Brasilianer überhaupt? Ne? In heißen Ländern trinkt man eigentlich viel Tee. Das hilft gegen Schwitzen. Hallo, hoi, tudo bem? Hallo, wisst ihr, was das ist? Nee, keine Ahnung. Ein Schlüsselanhänger? Ich bekomme aber keinen Schock, oder? No. Ich habe Angst. Ein Pfefferstreuer oder ein Salzstreuer? Für Weihrauch ist das. Es lässt sich öffnen, oder? Gute Ideen, jedoch alle leider falsch. Und welchen brasilianischen Gegenstand sollen die Deutschen jetzt erraten? Ich habe gehört, in Brasilien gibt es ein ganz besonderes Beauty-Accessoire für Frauen. Und das findet man in einem solchen Laden. Was Haru wohl meint? Ich habe es gefunden. Und das ist das Teil. Ob die Deutschen wissen, was das ist? Es ist auf jeden Fall etwas zum Anziehen. Ich würde denken, das ist, um den Hintern aufzupeppen. Machen die das? Ehrlich? Ja. Was ist das hier? Für den Hintern, damit er besser aussieht. Zum Pushen des Hinterns. Also eine Hose, Arschvergrößerung.
Klare Sache, alle haben den Po-Push-Up erraten. Na dann mal rein in das hübsche Teil. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der Körperkult der Brasilianer ist legendär. Schön sein heißt ein knackiger Hintern. Wer von Natur aus nicht mithalten kann, hilft einfach mit einem Po-Push-Up nach. Nur am Strand, da nutzt das nicht so viel. Auf jeden Fall haben die Deutschen den Po-Push-Up erkannt. Wir holen auf 3:2. Jetzt können wir den Ausgleich holen. Endspurt im Länderduell mit Kulinarischem. Das ist genau der richtige Ort. Hier gibt's Musik, hier werden verschiedenste Leckereien angeboten und ab heute auch Lapskaus. Lapskaus ist ein beliebtes Gericht aus Norddeutschland. Es besteht aus Kartoffeln, roter Beete, Fisch und Fleisch. Ob die Brasilianer erkennen, was drin ist im Lapskaus? Es schmeckt wie Pastete. Wie eine Gänseleberpastete. Also Gans ist eigentlich nicht drin im Lapskaus. Eine andere Idee? Da drin sind Kartoffeln und irgendein Gewürz, das ich nicht kenne. Fleisch. Und ich glaube Kartoffeln. Die rote Beete und den Fisch haben die Brasilianer nicht erkannt, aber geschmeckt hat es offensichtlich sehr gut. Zurück an die Copacabana. Hier findet Haro Füllgrabe genau das Richtige für die Deutschen. Açaí, die Frucht aus der Kohlpalme. In Brasilien ist das ein beliebter Strandsnack, meistens mit Müsli obendrauf. Also das hier kennt hier in Brasilien jedes Kind. Aber wie ist das in Deutschland? Wir lassen die Deutschen mal probieren. Kennt jemand dieses Açaí und wonach schmeckt es? Es schmeckt wie dieses Slush-Eis, bloß mit so einem erdigen Nachgeschmack. Ich mag es irgendwie gar nicht. Du magst es gar nicht? Nee. Wie schmeckt es? Du magst es auch nicht? Nein. Och komm, und du? Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Es schmeckt so ein bisschen nach Gurke, wenn ich ehrlich bin. Nach Gurke? Nein, Gurke ist nicht drin. Ja, also irgendeine Waldfrucht oder Wald. Ja. Irgendeine Beeren. Aber was für eine Beere denn nun? Wie eine alte Kirsche oder so. Wie eine alte Kirsche? Eine Kirsche. Eine Kirsche? Ja, die nicht mehr gut ist. Açaí schmeckt den Hamburgern nicht. Erraten hat es auch keiner. In Deutschland ist die Kohlpalme unbekannt. Mit Leberpastete und alten Kirschen bekommt niemand einen Punkt. Endstand also 2:3. Herzlichen Glückwunsch, Brasilien. Knapp, aber gewonnen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Germany Meets.